Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, Timmy, Freunde, euer Höllenkrieger, der immer noch kein Item hat. Das reicht mir langsam, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich mich jeden Tag freue, ein Item zu kriegen. Und Kiro sogar sagt, ey, bald ist es soweit, bald kriege ich endlich mein Item, dies, das, Ananas. Und da ist auch schon der Übeltäter. Yeah, ja, genau. Vielleicht kriegst du's. Ich bin langsam richtig sauer auf dich, ey. Wieso? Ja, Bro, letztens meintest du so, ey, krass, Shatterba, dies, das und Item und irgendwie Witherköpfe und so. Und das war eine Bestimmung damals. Und jetzt guck mich an. Ich habe nur ein paar Herzen, ey. Was ist das für ein Müll, Mann? Ich raste gleich aus, ey. Alles zu seiner Zeit, Timmy. Woher hast du eigentlich diesen neuen Banner? Alles zu seiner Zeit, ey. Das dauert mir alles viel zu lange mit dir, ey. Ich habe damit eh nichts zu tun. Weißt du, ich mag dich ehrlich, Kiro, aber es kann nicht immer sein, dass du die ganzen Mächte hast und ich nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Ich fühle mich langsam wirklich. Ich verstehe dein Unmut, aber es gibt etwas ganz Großes, was du nicht verpassen darfst. Es ist versteckt an einem Ort, den du selbst sehr oft benutzt. Sag mal, hat jetzt Kiro gesprochen oder Shatterba aus dir heraus? Ich bin's. Ja, ich glaube auch, dass du es bist. Und du wirst mir sagen, dass Shatterba was geplant hat. Ja, und diesmal kein Prank oder so. Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall ein Prank. Denk an meine Worte, wenn ich sage, ein Ort, den du oft besuchst, aber nicht betreten kannst. Ein Ort, den ich oft besuche, aber nicht betreten kann? Was soll denn das für ein Ort sein? Soll das der Himmel sein, oder was? Okay, um ehrlich zu sein, Moment, da ist jemand. Ja, wer ist denn da? Wer soll denn da sein? Was soll das sein? Was Snoopy herum, ich sehe ihn. Wo ist Snoopy? Wo ist der? Versteckt er sich hinterm Baum? Da Snoopy, oben, komm auf raus! Chaos floh sein Haus! Ja, ich habe sein Haus letztens in die Luft gejagt. Das hat er nämlich verdient, der Eklige. Ich hoffe, er ist jetzt zur Besinnung gekommen. Und tut dir endlich Loyalität schwören, Kiro. Oh, sehr gut. So, wie mir geht es darum, ja? Das Rätsel, was ich dir gerade gegeben habe. Ich meine, ich bin kein Shatterba, ich kann dir das offen kommunizieren. Ja? Der Ort, den du... den du oft besuchst, aber nicht betreten kannst. Ja, ist? Das ist dein Inventar. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, Mann, Kiro, ey. Bro, wieso? Sei ehrlich, war gut. Oh mein Gott, da steht wirklich was. Da steht in einem Buch, da ist, das heißt, deine Kraft von Shatterba original, verstehst du? Ja. Ich glaube, ich lese ich hole mir kurz diesen Löffel. Boah, das will ich doch nicht noch angucken. Ich will unbedingt gucken, was ist passiert, Leute. Wer du bist? Hey! Hey! Was greifst du aus dem Hinterhalt? Also, ich bin ein Angreifer. Wow! Was ist hier los? Wieso geht die Elytra so schnell? Alter, wieso ist die Elytra so schnell? Hä? Hallo Timmy. Na, was und geht, hallo Kio. Was geht ab? Was macht ihr hier? Hey, Snoopy, wieso treffst du uns Snoopy an? Wir müssen gerade was besprechen, ey, ja? Ja, ich bin gerade durch die Land gegangen. Warte mal, was? Hab hier Sachen wieso gemacht. So ist dein Schwein so klein, Snoopy. Das ist voll Mini, ey. Was ist das für ein Mini-Wracker? Lass Schweinchen in Ruhe, der Arme. Guck. Wie heißt denn der überhaupt? Snoopy, dein Schweinchen ist runtergefallen, das weißt du, ne? Boah, er hat Ultra-Instinkt gemacht, der ist hinter dir aufgetaucht wieder. Alter, ja, Junge. Schweinchen. Ja, das ist wohl bei seinem rechtmäßigen Besitzer wieder. Willst du Kiro vielleicht irgendwas sagen, Snoopy? Ha? Das ist interessant. Moment, wo hast du das Schwein-Item gefunden? Ja, wo hast du das gefunden? Ja, da war so ein Schweinchenshaus, genau dieses Haus da hinten stand da leer, verlassen und da musste ich zu so einen Raum gehen und ja. Das bedeutet, irgendwo muss mein Josef-Item sein. Ich hab das nicht mehr. Ich muss auf die Suche gehen. Oha! Tschüss. Du hast Kiro dazu gebracht, dass vielleicht sein Josef-Item wieder hat. Guck ihn dir an, ey. Timmy, ich sag dir ehrlich, ich bin ja jetzt wieder Höllenkrieger. Ja, weißt du, ich mache jetzt erstmal meine Flasche zu. Ja. Ey, und ich muss dir was sagen. Du bist eine Flasche, ja. Ey! Ich muss dir was sagen, ja. Ja, dann, Timmy, Snoopy, was wirst du mir Dankeschön. Sagen? Dankeschön. 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 Mal, weißt du, was ich jetzt mache? So? Nee, was machst du? Oh, nee. Bro, wenn du das jetzt machst, hör auf damit. Ey, ey! Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ganz Snoopy. Mal bitte Snoopy, hör auf damit. Lass das aber sein. Ich mach's nicht du bei dir. Du lässt das TNT ich sein. Ich mach's bei Moni. Ey, Moni. Du kleiner Ekliger. Ja, du kannst nämlich nicht abhauen, du Ekliger, ne? Du kannst nicht abhauen, haha. Timmy, wir sind noch bei deinen Kindern, ja, dann beruhigen. Okay, weißt du was? Ich entschuldige mich bei dir und im Namen von Moni entschuldige ich mich. Aber ich sag dir ehrlich, du musst auch deine Sichtweise ein bisschen einsehen, was du da alles gemacht hast. Ja. Das war auch nicht cool, ja. Stimmt, ich hab paar Mal euch angegriffen, dann geredet, paar dann Mal, dies, dann du das. Hast du 10 Mal angegriffen, ey. Und jedes Mal ja, hast du aber was. Ja, okay, ich merke schon, das war nicht so gut von mir. Aber als Entschuldigung kriegst du hier eine Schaufel.
Was will ich mit der Okay, die ist Netherite, ja, die kann man eigentlich behalten. Das ist nett von dir, danke dir. Und du sprengst nichts mehr bei Moni, ja? Du sprengst nichts mehr. Nein, nichts mehr bei Moni. Was heißt, wenn ich bei dir war, springe Spaß? Hey, warte mal, aber ich muss dir sagen, ich habe eine kleine Sache. Und zwar hat nämlich Shutter mal ein Buch geschenkt. Edge. Und ich krieg mein Item. Und ich lese mal. Was ein Item? Ja, das steht in dunkler Nacht im stillen Raum. Mach dich bereit, nimm's nicht zu leicht. Geh rückwärts zu 8999 Schritte und wiederhole diese Bitte. Zweimal sollst du diesen Pfad beschreiten, wie es niemand tat. Am Ziel wirst du plötzlich sehen, eine Pyramide wird entstehen. Geheimnisse, sie ruht darin, nun rate klug und finde Sinn. Ja, das steht da. Ich sag dir ehrlich, Timmy. Was denn? Vielleicht krieg ich ja wirklich dein Item und wirst du stärker. Dann können wir die ganze Insel regieren. Ja, Mann, wir alle. Ich meine, dann herrschen wir über alles. Ich will nicht alles zerstören, das ist mir jetzt rausgerutscht, ne, Snoopy? Wir sind natürlich auch fürs Gute, richtig? Wir wollen nur die Leute zerstören. Und wir ärgern nicht mehr Sue, so wie du das gemacht hast. Versprochen? Ja, was heißt ärgern? Also wir werden ein paar Mal killen, ihm deine Items nehmen und dann killen und dann... Ja, okay, wenn du sagst, ja, und außerdem sollte man deine Snoopy-Statue auch mal wegtun, sag ich dir ehrlich. Ey, nein. Doch. Die Statue bleibt da. Nein. Die wird gesprengt, nachdem, was ihr alle als angestellt habt. Ja, aber guck mal, das ist so ein Symbol für die Vergangenheit, weißt du, weil die Symbol, so kacke ja? Du nennst das Symbol. Ja. Komm mal mit, ich zeig dir, was Symbol ist. Symbolisch ist nämlich das... Ey, was ist denn heute los mit der Elytra? Symbolisch ist nämlich, dass in deinem komischen Snoopy-Kopf gar nichts drin ist. Aha, der ist nämlich hohl. Ja, das kann auch vielleicht in echt stimmen. Vielleicht. Oh, es tut mir leid für dich. Das tut mir leid. Hey, Timmy. Hey, dann baue ich mich einfach runter. Dann baue ich mich einfach mit dir runter. Edge. Hallo. Was machst du? Hier. Oh, sorry. Gehen. So, ich gehe jetzt mein Bein rein. Ha, kitzelt das schon? Lass mal mein Bein in Ruhe, Alter. Gar nix. So, upsi. Oh, jetzt hier gelandet? Das war jetzt eigentlich nicht so der Plan. Warte mal, hier geht's nach draußen. So, Snoopy. Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich sollte Richtung... Naja, rückwärts heißt ja Minus, richtig? Nach hinten gehen, oder? Nach hinten, ja, nach hinten. Ja, das heißt, ich muss Minus 8990 gehen. Ja, kannst du das denn auch mal machen? Ja, aber warte mal, da steht auch, wiederhole diesen Schritt. Entweder soll ich das Minus und Minus machen oder Minus und Plus. Was sagst du? Wiederhole den Schritt. Das heißt, du musst den Schritt... wiederholen, wieder zurückgehen und wiederholen. Das heißt, du musst hinfliegen, dann wieder zurückfliegen und dann wieder hingehen. Dann hast ich hochnehmen oder was? Du denkst auch, dass du ein Mathe-Profi bist, weil du ein bisschen Mathe kannst, hä? Ja, ich weiß, was 1 plus 1 ist. Ja, soll ich dir was erzählen? Dein Schweinchen hat gepupst, aber damit hast du nicht gerechnet, weil du kein Mathe-Lehrer bist. Boah! Ja, das ich sag nichts dazu. Weißt du was? Ich flieg jetzt los. Hast du noch ein paar Raketen? Ja... Timmy, aber eins musst du sagen, okay? Ja, was muss ich dir sagen, ha? Was denn? Was musst du mir sagen? Dass es dir leid tut, wie du mich früher behandelt hast. Ja, es tut mir aber auch leid. Es tut mir leid, dass ich dich wie früher wie so ein Blödmann behandelt habe. Es tut mir leid, ja. Gute Wahl, kannst du mir jetzt vielleicht ein paar Raketen geben, damit ich die Reise anfangen kann? Weil da liegen noch welche. Wo denn? Hallo. Oha, Ehrenmann. Denkst du, das reicht für minus 9000? Höllenkrieger. Was denkst du, was mein Item sein wird, Snoopy? Sag mal ehrlich. Ich denke so richtig krass, eine pinke Kacker, die dann so... Kacke ist und... Timmy, ich mein's ernst. Du machst gar nichts, du machst nur Blödsinn, ey. Weißt du was? Nein, wirklich. Okay, warte. Ich sag dir ehrlich, alles gut, guck mal, warte. Denn? Du hast ja rote Augen, vielleicht bist du ein Cyborg. Gut. Du hast mir sehr geholfen, Snoopy. Ich danke dir. Endlich haben wir wieder Frieden und du bist Teil der Höllenkrieger. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dein Schweinchen wird irgendwann mal genauso stark wie ich. Ist das schon so? Oh, das brennt! Oh nein, das Schweinchen brennt! Achtung! Ey, das Schweinchen in Ruhe, Timmy! Ich dachte, das ist Höllenkrieger! Okay, ich muss los. Tschüss, wir sehen uns! Hau rein! Tschüss, bis später! Yippie! So, jetzt geht's Richtung minus 9000, Freunde. So, einmal minus 9000 müsste in diese Richtung sein. Da bin ich mal gespannt, ob wir da richtig ankommen, Freunde. Es könnte wirklich eine längere Fahrt sein, aber ich gebe alles. Was ist das für ein Herz da unten? Was ist denn das jetzt hier? Freunde, es ist mittlerweile schon dunkel geworden. Wann ist denn endlich mal das Ding da? Es muss doch hier irgendwo sein. Let's go! Oh mein Gott, was ist das denn? Wir sind da!
Wir sind da und Schweinchen sogar ist auch da. Was geht ab, Schweinchen? Möchtest du vielleicht das hier haben? Oh mein Gott, du kannst gar nichts hier machen, Freunde. Was ist das für eine Riesenpyramide? Meint ihr wirklich, dass da vielleicht die Lösung zu meinem Item drin sein könnte und dass da wirklich mein Item ist? Das ist eine Riesenpyramide, ey, mit richtig viel Lava hier. Vielleicht müssen wir das Lava auch mitnehmen, vielleicht aber auch nicht. Aber ich würde sagen, ich würde das Abenteuer mit euch zusammen beginnen. Wir gehen in die Pyramide rein. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Freunde. Let's go. Wir gehen da von der anderen Seite rein. Schweinchen, es tut mir leid, aber ich muss jetzt mein Item besorgen. Das wünschen sich die ganzen Leute und ich will langsam auch wissen, was mein Item ist. Ob es so ein Wither-Ding ist oder nicht. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr glorreicher Ort ist das. Hier muss ein bisschen aufpassen, weil hier sind schon einige Treppen und nicht, dass hier irgendwelche Fallen sind oder so. Das ist safe hier auch ein paar Hindernisse. Guck mal hier, hier muss man nämlich klettern ein bisschen. Okay, ich werde mich hier mal ein bisschen umschauen. Hallo, ist hier jemand? Wohnt hier noch jemand? Kuckuck. Wo geht's eigentlich nach oben hier? Warte mal. Ah, oha, man kann hier ganz nach oben gehen. Oh, wir sind sogar Emeralds. Alter. Aber linker Weg und rechter Weg. Ich gehe wieder den Weg zurück. Der war eigentlich sicher, Freunde. Oh. Oh mein Gott. Okay, okay, ich check. War hier gerade was? Ich hätte schwören können, dass hier irgendwas gewesen ist, Freunde. Hier ist auch ein Hebel. Was passiert, wenn ich beide Hebel drücke? Hallo? Passiert da jetzt was? Das ist voll schwierig. Wie kriegt man das Ding auf? Ich meine, da oben ist doch nichts. Oder habe ich da was übersehen? Ey, das gibt's doch nicht. Warte mal. Ich muss mal kurz nochmal hier hinjumpen. Habe ich hier was übersehen? Nein. Hier oben, dann ist hier so ein... Hier ist auch nichts aufgegangen, Freunde. Ey, was ist das für ein Rätsel, Freunde? Shutter hat mir nicht ohne Grund dieses Rätsel hier gegeben. Kann man hier runterspringen? Hier ist auf jeden Fall die Leiter, Freunde. Das heißt, ich kann hier runtergehen. Okay, soll ich mal auf die andere Seite gehen? Ich kann mal hier schon, ob hier irgendwas ist. Hier was aufgegangen. Hier ist auch nichts aufgegangen. Hä, wie geht man hier rein, Freunde? Ich sag euch ehrlich, was ist das hier für ein Riesenlabyrinth, Mann? Das ist richtig schwer, ey. Okay, ich muss also jetzt nur rausfinden, wie das klappt, Freunde. Vielleicht muss was auch im richtigen Moment machen. Ich werde mich einfach genau hier hinstellen. Und 3, 2, 1, drücken! Komm schon! Oh mein Gott! Das ist nicht gerade passiert, Freunde. Es hat funktioniert, endlich! Jawohl! Wo bin ich hier gelandet? Und warte mal, wieso sieht das ein bisschen gruselig aus? Freunde, das sieht mir aus, wie als wenn das größte Labyrinth wäre, was ich jemals gesehen habe. Das war doch einfach nur eine kleine Pyramide, ey. Wie kann denn das jetzt sein? Und soll ich den roten Weg nehmen? Ich meine, der rote Weg sieht eigentlich ganz gut aus. Oh mein Gott, da sind Skelette, Freunde. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hi, ich will dir wirklich nichts antun, aber hast du vielleicht mein Item gesehen? So ein Wither-Item. Oh, ich glaube, der ist nicht so gesprächsfreudig, Freunde. Da ist eine Kiste. Ja. Nein, wir können die Kiste nicht öffnen. Ich will wissen, was da drin ist. Oh, verdammt, Mann. Das gibt's nicht, ey. Ich sag euch ehrlich, vielleicht hätte man das gebraucht. Man, hier sind überall komische Skelette und so. Und hier ist Eisen. Wir gehen mal nach oben, Freunde. Oder ist das... Ist das hier ein Jump'n'Run oder nicht? Bitte! Oh mein Gott, was ein Glück. Ey, ich werde das nie wieder machen, Freunde. Ich habe mich selber eingesperrt, Junge. Wie dumm kann man denn sein, Mann? Oh mein Gott, man muss hier also wirklich aufpassen. Weil ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Es ist bestimmt so, dass das alles einen Plan hat und so. Und das hat alles schon bestimmt seine Bedeutung. Ich muss halt gucken, ob da irgendwo ein Weg nach unten ist. Aber nicht, dass sie mich einsperren oder so. Das wäre gar nicht gut. Das sieht mir aus wie ein Gefängnis hier unten. Warum ist hier ein Gefängnis? Und, Ich hab den Weg gefunden. Ja. Das ist definitiv ein Weg, wo es weitergeht. Leider kann man das nicht öffnen. Ich will noch gucken, was hier drüben ist. Was ist denn da drüben, ey? Ja, hier gibt es so viele Dinge zu entdecken, aber leider gibt es noch keinen Hinweis zu meinem Item, Freunde. Ich glaube, es sollte nach da unten gehen, ja? Wir gucken mal, Freunde, und schauen mal, wo es hier lang geht. Alter, das ist ja ein Riesending hier. Hä? Was ist da drin? Kuckuck, hallo? Hallo? Okay. Ich glaube, wir haben die Tür aufgekriegt. Die Tür ist offen. Ich glaube, ich sollte hier durchgehen, ja? Ein komisches Lesebuch mit einem komischen Buch drauf. Ich werde mal einfach weitergehen, Freunde. Das wird schon der richtige Weg sein. Und ich glaube, ich habe noch... Oh, Mann. Kann man das abbauen? Komm schon. Und... Ja. Gut, hat mir einen kleinen Vorteil verschaffen, Freunde. Was ist das hier für ein Riesenlabyrinth? Wohin geht das? Das ist derbe gruselig, ey.
Und wie kann ich das aufmachen? Oh nein, oh nein, oh nein. So, dann geht's hier lang. Aber das ist immer noch nicht hier der richtige Weg, glaube ich, ne? Oh mein Gott, nicht, dass wir im zweiten Teil das herausfinden, wo es hier weitergeht, Freunde. Ich sag euch ehrlich, das ist ehrlich richtig gruselig. Hier ist ein Knopf! Ich Blödmann, hab's nicht gesehen, ey! Oh mein Gott, das war die ganze Zeit vor mir versteckt. Okay, jetzt müssen wir... Eine Witterrose. Eine Witterrose. Die habe ich so lange nicht mehr gesehen, Freunde. Ich sag euch ehrlich. Let's go. Habe ich irgendwas, was ein bisschen Helligkeit abwirft? Ich könnte Feuer machen. Ja, Feuer wäre vielleicht ganz gut. Ich mache hier einfach Feuer hin. So. Bitte nichts abfackeln, ja? Okay. Hä? Warte mal. Da sind zwei Hebel. Da sind zwei Hebel. Die kann man, glaube ich, drücken, Freunde. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Ich hab's gleich. Ja, 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 ja. Und? Kann man das drücken? Komm schon, komm schon, komm schon, das muss irgendwie funktionieren. Komm schon, bitte. Freunde, wir werden das auf jeden Fall herausfinden, was da drin ist und ob da die Lösung zu meinem Item ist, Freunde. Ich will das unbedingt wissen, aber das erfahrt ihr in der zweiten Folge davon, Freunde. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, wenn es wieder heißt, Timmy auf der YouTuber-Insel. Und wir haben hier echt ein krasses Labyrinth gefunden. Ich bin mal echt gespannt, was Shutter mit mir vorhat, Freunde. Ob ich wirklich mein Item bekomme oder nicht. Bis bald, tschüss und Timmy.